Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und 2017 hat angefangen. Ich habe meinen Urlaub beendet und weiter geht's mit einem neuen Videotutorial mit GIMP 2.9.5. Geht auch mit der 2.8er Version und dann hoffen wir, dass bald mal die 2.10er rauskommt. Also, wir starten GIMP. Wir holen uns eine Textur für den Hintergrund runter. Ich hole sie wie üblich unter pixabay.com und das gebt ihr ganz einfach oben in der Suchleiste Texturen und dann findet ihr bestimmt so ein schönes Bild. So, als nächstes haben wir hier unser Model, dasselbe Spiel wie bei der Textur, www.pixabay.com und dann gebt ihr Frau und Model ein und dann findet ihr noch einige Frauenbilder. Gut. Wir haben diese Textur als Hintergrund. Diese duplizieren wir ganz einfach und schalten die untere Ebene aus. Nun gehen wir auf unser Modelbild und ziehen dieses Modelbild ganz einfach mal rüber in unsere Textur. So, haben wir. Ich habe mir vorgenommen, einmal die Frau ein bisschen schärfer in der Mitte und zweimal richtig schemenhaft ein bisschen so auf Zeichnung in den Hintergrund eingefügt aufzubauen. Also, ich dupliziere mir die Frau einmal nochmal und spiele mir diese Frau einmal. So, gut. Dann setze ich mir Nummer 1 hier rüber, gehe auf diese untere Ebene und setze mir die zweite Frau hier rüber. Ja. Eins nach oben. Gut. Haben wir. Nun gehe ich hin. Obere Ebene. Filter, Farben nach Alpha. Okay. Die Ebene unten drunter, Farben nach Alpha. Und schon haben wir einen relativ schönen Übergang. Okay. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen eine Kante. Die holen wir jetzt raus, indem wir auf die obere Ebene gehen. Radiergummi. Wir nehmen einen weichen Pinsel und holen hier ganz einfach die Kante raus. Dasselbe Spiel hier drüben. Wir holen hier ganz einfach die Kante raus. Und schon haben wir einen guten Übergang. Last but not least, wir kopieren noch einmal eine Frau, schalten aber diese Ebene aus und ziehen sie hier nach unten. Na, dann haben wir sie an der dritten Stelle ausgeschaltet. Jetzt gehen wir hin, die oberen zwei Ebenen. Wichtig, rechte Maustaste, einmal nach unten vereinen. Jetzt haben wir ein Bild und das wollten wir. Und das Bild haben wir nochmal hier. Okay. Obere Ebene aktivieren, rechte Maustaste, Ebene auf Bildgröße, somit haben wir es geschnitten. So, jetzt gehen wir auf Gimmick, Gimmick. Und gehen mal unter Artistic und wo haben wir es? Hier Pen Drawing. Gehen mit der Amplitude. Ihr könnt hier mal ein bisschen spielen. Ich zeige euch mal, was dabei rauskommt. Das ist das Bild. So. Ja, ihr könnt es auf 10 lassen oder geht es auf 20 nach oben. Und bestätigen einmal mit OK. Ihr seht, es ist ja so ein bisschen Comic Art reingekommen. Das ist aber ganz okay. Wir machen jetzt hier aus. Ich habe immer Ebene als neue Ebene. Also wie ich einen Filter anwende, kommt bei mir eine neue Ebene. Also das ist das Originalbild. Das ist jetzt dabei rausgekommen. So, somit habe ich immer wieder eine Originaldatei zum Weiterbearbeiten oder zum nochmal bearbeiten. Gut. Diese Ebene gehen wir jetzt nochmal hin. Die obere unter Filter. Dann verzerren, nein, nicht verzerren, künstlerisch. Ölgemälde. Und nehmen einen Maskenradius. Ich zeige euch mal, normalerweise ist er auf 4.
mit einem Maskenradius so auf 13, zwischen 11 und 13, 11, 12, 13, so hat man die besten Ergebnisse. Auf, okay. So, was machen wir als nächstes? Wir skalieren diese Ebene jetzt größer. Wie es geht, brauche ich euch nicht erzählen. Skalieren. Richten ist ein bisschen besser. Das war die falsche Ebene. Richten es ein bisschen besser aus. Rechte Maustaste, Ebene auf Bildgrößen. Die oben bleibt aktiviert und auf Multiplikation. Wenn wir uns jetzt das Bild anschauen, seht ihr, es hat sich schön in den Hintergrund eingebaut und die Strukturen sind übernommen. Und nun kommen wir auf unsere Ebene, wo wir vorhin uns kopiert haben, nehmen diese Frau, setzt, stopp, die setzen wir jetzt nach oben, nehmen diese Frau, setzen sie uns in die Mitte rein. Ja. Gehen auf Filter, gehen auf Gimmick, stopp, Entschuldigung, auf Deformation, auf Welle zurücksetzen, so ist es normal, ein bisschen arg heftig. Mit der Amplitude gehen wir nach unten. Wenn wir mit der Amplitude nach unten gehen, seht ihr, verändert sich hier in Anführungsstrichen die Wellenform. So, und so auf ungefähr auf 1. Mit der Frequenz, ich zeige euch mal, was bei der Frequenz passiert. Wir sind jetzt auf 40. Ja, wir lassen das auf 40. Mit dem Center, Y und X Center, könnt ihr die Ausgang der Welle beeinflussen. Also wir sind jetzt hier mal auf 50. Das ist, wenn ihr mit der Amplitude weiter oben seid, seht ihr es jetzt hier. Da könnt ihr die Welle beeinflussen. Was habe ich gesagt? So ungefähr 1. Bestätigen das mit OK. Ihr seht jetzt hier leichte Welle reingekommen. Und nun gehe ich auch wieder unter Filter, Gimmick, unter Artistic. Und das, was wir vorhin gehabt haben, Pen Drawing. Bestätige es mit auf OK. Obere Ebene, Deckkraft ein bisschen zurücknehmen. Und ich denke, das Ergebnis ist relativ gut. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ein kleines etwas, um mal wieder ein bisschen was auszuprobieren. Schöne Bilder ein bisschen mehr zu machen. Bis dahin, gebt mir einen Daumen hoch. Bis dahin, tschüssi, bye bye, euer Rolf.